Lalalala. Ah, hallo! Schön, dass du dabei bist bei Singen gelernt mit Bernd vom Winsbacher Knabenchor. Heute zeige ich dir, wie du schön singen kannst. Ja, weil vielleicht kennst du mich ja. Ich komme an verschiedene Schulen und singe mit den Kindern. Und da begegnen mir immer wieder Kinder, vor allem Jungs, die sagen, ich kann nicht schön singen. Und das liegt meistens daran, dass die keine Lust dazu haben. Stimmt's? Na klar, die Einstellung, die Haltung, die du zu einer Sache hast, die ist eigentlich das Wichtigste. Beim Fußballspielen, beim Bälle werfen, beim Schreiben. Du weißt, was ich meine. Wenn du keinen Bock hast, wird's nix. Und wenn du dich auf den Tisch hinlümmelst, jetzt die ganze Hausi abschreiben, dann schauen die Buchstaben nachher so aus. Wenn du aber zum Beispiel was Schönes schreiben willst, einen Wunschzettel fürs Christkind oder so, dann setzt du dich so ordentlich hin, wie du es mal gelernt hast in der Schule, dann hältst du den Stift ganz ordentlich, kontrollierst, dass die Bögen schön rund werden und auf der Zeile und plötzlich schaut deine Schrift ganz anders aus. Ist ja jetzt nur ein Beispiel, ich bin ja kein Schreibelehrer, sondern ein Trainer fürs Singen. Beim Singen ist das genauso. Jetzt tu mal so, als hättest du Lust, richtig schön zu singen. Und das Schönsingen, das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren. Hast du Lust dazu? Gut, dann hast du schon mal hier oben die richtige Haltung. Und dann brauchen wir noch die richtige Körperhaltung. Du sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo vor so einer Glotze und ich zeig dir mal, wie man schön sitzen kann fürs Singen. Ich hol mir mal meinen Stuhl. So, wir fangen mal an. Wir haben gute Laune. Die Haltung, die ist ganz perfekt. Füße stehen am Boden, wie ich es dir gerade erklärt habe. Die Hände, die legst du da auf die Knie. Manchmal zappeln die rum und wissen ja nicht, was sie machen sollen. Hände auf die Knie, Füße auf den Boden. Und der Popo, der rutscht einfach ein bisschen näher hin zum Computer, zum Bildschirm. Und die Lehne, die brauchen wir gar nicht zum Singen. Die Lehne brauchen wir zum Fernsehschauen. Zum Singen setzen wir uns gerade hin, Füße auf den Boden, Hände da. Und jetzt kommt das Beste. Wenn die Füße und die Hände und der Popo ordentlich ist, dann machen wir einen geraden Oberkörper. Guck mal, wie groß du da wirst. Hm? Natürlich nicht so den Bauch rausstrecken und die Brust. Yes, Sir, ich singe schön. Das will keiner hören. Aber genauso wenig den Rücken krumm machen. Ich singe schön. Merkst schon den Unterschied. Am besten den Bauch und den Rücken ordentlich gerade. Und die Haltung hier. Schön. Wir wollen schön singen. Mit diesem Ton geht's los. Hörst du den Ton? Deine Ohren hören den. Die Ohren müssen auch in der richtigen Haltung sein. Ich sing dir einfach vor, wie es geht. Ich singe schön. Dann machen wir ein schönes Gesicht. Wir haben eine schöne Haltung. Kannst du auch schön singen? Achtung. Ich singe schön. Jetzt du. Das klingt doch ganz anders als ich singe schön. Oder? Habe ich recht? Na klar. Also wir singen wieder schön. Das hässlich Singen brauchst du gar nicht zu trainieren. Das kann jeder. Aber schön singen, das kannst du, wenn du Lust hast. Füße, Hände, Oberkörper. Ich sing's vorher. Ich singe schön. Du singst nach. Und das Lied geht weiter. Ich singe schön. Das kennst du schon, sing nach. Jeder kann es sehen. Hä? Was hast denn du da gesungen? Kann man das sehen, wenn einer schön singt? Das kann man doch hören, oder? Aber nach allem, was ich dir jetzt schon erklärt habe, kann man es eigentlich auch sehen.
wenn einer schön singt. Komm, sing mit mir schön. Ich singe schön. Sind die Füße und die Hände und der Oberkörper richtig? Genau. Jeder kann es sehen. La, 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 la. Hast du gehört? Mein oberer Ton. La. Der hat ein bisschen gewackelt. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt, weil mit dir singen, das macht mir Spaß. Und dir? Komm, wir probieren es nochmal und dann singen wir den oberen Ton ganz leicht und locker und schön. Mit dem unteren geht's los. Ich singe schön. Jeder kann es sehen. La, 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 la. So einen oberen hohen Ton, so ganz schön, das können meistens Mädchen und Jungs viel schöner als so alte Männer wie ich. Meine Stimme ist eben tiefer, weil ich ein Mann bin. Männer haben eine Männerstimme und Mädchen haben eine Mädchenstimme und Jungs haben eine Knabenstimme. Das erkläre ich dir in einem anderen Video mal, wenn du wieder mal reinguckst. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, ob du dich traust, so einen hohen, schönen Ton zu singen. Hast du dich schön hingesetzt jedes Mal? Manchmal vergisst man das ja auch. Ich singe schön. Klappt viel besser. Jeder kann es sehen. La, 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 la. Und die Jungs vom Windsbacher Knabenchor, die können den hohen Ton aber gut singen. Naja, die trainieren ja auch ganz viel. Und wenn du ein bisschen trainierst, kannst du auch schöne hohe Töne singen. Wir trainieren jetzt mal schnell, wie das Gegenteil klingt. Das kannst du bestimmt sofort. Tu mal so, als hättest du dich geärgert und wärst ganz sauer. Und wir singen mal ganz hässlich. Da kannst du dich meinetwegen auch krumm hinsetzen. Ich singe hässlich. Super. Das klingt ganz schön grässlich. Bei dir auch? La, 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 la. Naja, das war nur Spaß. Hässlich singen brauchst du nicht zu trainieren. Aber schön singen. Oder laut singen. Probier mal, ob du laut singen kannst, dass es sich aber trotzdem schön anhört und nicht wie schreien. Okay? Füße ordentlich, Hände ordentlich, Bauch gerade. Wenn du den Bauch gerade hast, kannst du auch viel besser atmen. Ja? Und wenn du dann den Mund weit aufmachst, ohne schreien, das geht. Ich mach's dir vor. Ich singe laut. Dass gleich jeder schaut. La, 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 la. Ja, wenn man so laut singt und hat das nicht so ganz gut trainiert, dann hört sich das auch manchmal aus Versehen wie Schreien an. Aber wenn du trainierst, dann hört sich das Lautsingen auch noch schön an und du triffst auch noch die richtigen Töne. Leise singen, das klappt bestimmt gleich beim ersten Mal. Das musst du nur wollen, musst du nur die richtige Haltung dazu haben. Füße, Hände, Oberkörper. Hör mal zu, jetzt wird's ganz leise. Bist du bereit? Hast du die Ohren in der richtigen Haltung und den Rest vom Körper auch? Jetzt sing ich so. Leise wie ein Floh. Lu, 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 lu. Oh. Hättest du gedacht, dass du so schön leise singen kannst? Und wenn man den Mund beim O schön rund formt, dann formt sich auch der Ton schön. Hast du gemerkt? Mensch,
Singen lernen macht irgendwie echt Spaß, oder? Wenn du Lust hast, dann kannst du wieder mal reinklicken bei Singen gelernt mit Bernd vom Winsbacher Knabenchor. Bis dann!